meine lieben Gäste. Es geht hier Schlag auf Schlag. Ja, so fast. Wir kommen zu unserem nächsten Programmpunkt, der mir ganz besonders natürlich am Herzen liegt. Ich bitte dazu, den Präsidenten der Haberscheißer Tanzflöhe mal zu mir auf die Bühne. Mein Co-Moderator auf der Kindersitzung, ihr kennt ihn vielleicht, Herrn Markus Keuler. Ja, Markus Keuler mit mir wieder zusammen auf der Bühne. Ihr kennt uns beide vielleicht schon von der Kindersitzung, die wir ja jetzt schon im dritten Jahr zusammen ausrichten nächstes Mal, ne? Ja? Nächstes Jahr wieder auf dem Stallberg mit KG Rot-Weiß Kaldown zusammen. Ja, und ich überreiche direkt mal dem Markus das Mikro, damit er seine Truppe angrüßt. Ja, und bitte. Ich versuche das mal. Mit dem Ansagen. Ich hab das nicht so mit dem Sprechen übers Mikro. Vor allen Dingen, wenn du dann so Rückkopplungen drin hast. Aber okay, wir kriegen das hin. Im Vorfeld möchte ich mich recht herzlich bedanken, dass wir heute hier sein dürfen. Hier auf dem wunderschönen Sommerfest. Man kann es ja auch Sommerfest nennen. Das Wetter ist ja extra, ne? Alle anderen sagen immer, also wir können alles organisieren, aber das Wetter nicht, es geht doch. Ja? Es ist nicht ganz so heiß wie im letzten Jahr, aber das ist auch gut so, weil dann können wir auch hier ein bisschen was abrufen, was hier geht. So, jetzt begrüßt mit mir zusammen, und ich erwarte einen richtig donnernden Applaus, die Haberscheißer Tanzflöhe! So, da sind sie. Wir sind leider gar nicht vollzählig. Wir haben noch ein paar im Publikum, die krankheitsbedingt Sportverbot haben, so nennt man das ja heutzutage. Und deswegen leider nicht heute hier für euch tanzen können, aber ich will nicht lang schwaden. Diejenigen, die eine vernünftige Uniform haben, die gehen mal links und rechts an die Seite. Und jetzt wundert euch nicht, dass wir schwarze T-Shirts anhaben. Also das ist jetzt aus der Not geboren, weil wir wirklich tatsächlich auf unsere neuen Uniformen für unsere neuen Mädels warten. Die sind leider noch nicht fertig und deswegen haben wir improvisiert in den letzten, ich sage jetzt mal 36 Stunden. Und dann ist noch einer schnell irgendwo in ein Geschäft geflitzt, hat schwarze T-Shirts geholt, die alten Röcke noch wieder rausgekramt.
So, genug Applaus wieder in die Reihe rein. Wollt ihr noch einen sehen? Also ich weiß, es ist ein Sommerfest, ich weiß, es ist warm und so weiter und so fort. Dafür steht ja auch ein Bierwagen da, dass ihr euch immer kühle Getränke zusammen zunehmen könnt. Da hinten gibt es auch leckere Sachen zu essen, die euch auch erfrischen. Wollt ihr noch einen sehen? Ja! Geht doch. So, jetzt ihr links und rechts an die Seite. Das ist mein Ernst. Und, was sehen wir? Nee, die heißen nicht alle Lili, nur eine davon. Minis, achso, ja, drei Minis. Mögt ihr euch aufstellen für euren Tanz? Dann stellt euch mal auf. Stellt euch mal auf, komm. Mia, Lili, aufstellen. So, auch unsere Mini-Flöhe sind leider nicht vollzählig, aber ich denke mal, auch die werden ihr Bestes geben. So, wenn du Musik will. Hat euch das gefallen? So, ihr könnt mal das Bild wieder schön machen. Kommen wir wieder in die Mitte.
Und ich tun in der Zwischenzeit noch jetzt verzelle. Die Neuen gehen an die Seite. Warum? Weil das der Sessionstanz des letzten Jahres ist. In der Kürze der Zeit, nach Karneval bis heute, kann man die Tänze einfach nicht drinne haben. Aber wir geben trotzdem unser Bestes. So, und eure Händchen brauche ich jetzt. Klatscht kräftig mit, singt kräftig mit. Viel Spaß!